denke, wenn man sich mit unseren Unternehmenswerten wie Verlässlichkeit oder Ehrgeiz identifizieren kann und auch da noch lebt, hat man grundsätzlich, glaube ich, gute Chancen, dass man bei uns einen Job kriegt. Ich glaube, ich habe den Job bekommen, weil ich sehr motivierter Mitarbeiter bin und mit meinem Bewerbungsarbeiten sehr bemüht habe, dass ich gescheit anpacke und dass ich den Fahrer überzeuge, dass ich die Arbeit wirklich will. Also ich habe in der Gastronomie eine Lehre gemacht und es ist auf alle Fälle nicht schlecht, wenn man mit der Gastronomie was zum tun hat oder da gehabt hat, weil man einfach viel mehr die Gastronomen versteht und einfach einen besseren Einblick hat in die Welt. Man muss aber eine Kraft haben, weil die Arbeit ist definitiv nicht leicht. Man muss viel Kisten tragen und auch viel Schachteln tragen und deswegen sollte man auch körperlich sehr fit sein. Und ich glaube, man sollte auch im Kopf sehr fit sein, weil man muss viel rechnen, die ganzen Produkte, die ganzen Gewichte muss man natürlich zusammenrechnen. Also ich würde mich auf alle Fälle gut vorbereiten, was die Firma auch macht, weil ich habe es jetzt ein paar Mal schon miterlebt, das wird immer wieder gefragt und das zeigt davon ein gewisses Interesse, was man an die Firma hat, wenn man da einfach schon gut vorbereitet hinkommt. Also wenn man bei uns als Gebietsleiter arbeiten will, dann sollte man einfach ehrgeizig sein, gern mit Leuten arbeiten, fröhlich sein und einfach teamfähig sein, weil das ist bei uns ganz, ganz wichtig und einfach eine Gaudi sollte man auch miteinander haben.